Aber er ist ein Flint. Wunderbar. Muss nur jetzt in der letzten Zone aufpassen, was sie tut. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. Target. Da erstmal die Drawties. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. So, jetzt lassen Sie sie angreifen. Verstanden, das ja. Eben war ein Fehler. Ich muss mich erstmal abwarten, bis die Drawties ein bisschen weggezogen sind von dem Träger, der da rumfliegt. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. Ich greife diesen hier an. Wir sehen ja schon, da fliegen schon die Trümmer los hier. Excalibur ist halt das geilste Schiff, das es gibt. Aber jetzt könnte der auch langsam hochgehen und da ist er schon kaputt. Zum Glück sind diese Wellen hier nicht wirklich schwierig, die wir hier an Gegnern bekommen. Das bedeutet, das ist alles relativ. Wir können uns hier das jetzt wirklich so nützlich erlauben. Erstmal sämtliche Schiffe zu zerstören, das gibt mir zum einen mehr Kills und zum zweiten ist die ganze Kiste hinterher einfacher, dass wir danach den Träger zerstören können. Weil sonst müsste ich immer hinterher sein, dass Flint nicht abgeschossen wird von den Drawbys. Da habe ich keine Lust zu. So, wieder mein Ziel angreifen. Ich will nicht, dass sie jetzt den Carrier angreift. Das machen wir gleich gemeinsam. Na, bleib stehen, Mr. Drawfee. Außerdem kommt da noch eine Welle Schiffe gleich, wenn wir diesen hier zerstört haben. Ich habe, wie gesagt, keine Lust, ihr da hinterher zu eiern. So, das sind jetzt nochmal Dark Cats. Das war einer, zwei, drei, vier Dark Cats. So, da holen wir jetzt mit die Raketen raus. Das war noch eins. Oh, ich glaube, ich habe keinen mit der Rakete erwischt, wa? Das scheint so zu sein. Oh, doch, das. Guck mal, ich habe sogar beide erwischt. Und zack, das war der nächste. Und noch eine Welle. Jetzt sind es Drawfees. Wie viele? Einer, zwei, drei, vier. Okay, da haben wir ein Stückchen weiter ab. Und dann lassen wir. Ich will nicht so dicht an den blöden Carrier ran, wenn die dran sind zum Kämpfen. Das ist ein bisschen her. Weil ich will nicht, dass Film vom Carrier beschossen wird. Aber es hilft jetzt nichts. Greifen Sie mein Ziel an! So. Flint greift den Drawties an. Ich greife diesen Drawtie an. Und komm schon, geh down, geh down, geh down. Ja, geht doch. So, nächsten. Finger weg von Flint. Hau ab da. Weniger. Greifen Sie mein Ziel an. Also ich will den angreifen und ich greife mir diesen anderen hier. So, der ist weg. So, diesen hier. So, und jetzt können wir kombiniert auf den Carrier gehen. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. So, mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Aber wisst ihr was? Wir knallen eben gemeinsam diesen Carrier weg und ich melde mich dann, sobald das erledigt ist. Bis gleich. Na, also, es geht doch. Mit zwei Excaliburs ist es absolut kein Problem, so einen Carrier wegzuknallen, zumal der wesentlich schwächer bewaffnet ist als zum Beispiel sogar eine Corvette, würde ich sagen, und erheblich schwächer als ein Destroyer, der Destroyer bei NAV 1. Das lief wunderbar. Und ich würde sagen, wir sind durch. Mal wieder eine Mission erfolgreich geschafft. Wie ist der Zustand? Wie geht's aus? Ha, wusste ich doch. Die sind nicht mal ein Kratzer, also. Mit Vaquero war es erheblich schwieriger. Die Kilrathi sind ziemlich fleißig gewesen. Aber da sind schon mehr Raumschiffe nötig. So leicht kriegt sie keiner unter. Sie können jetzt landen. Gut, dann machen wir das doch mal. Und da ich beim letzten Mal die Gespräche nicht so direkt mitgezogen habe, sehe ich jetzt zu, dass ich die jetzt noch eben mit reinkriege. Gucken wir uns hier mal in Ruhe nochmal um. Wohnebene. Leer. Wie sieht das hier in den Schlafkojen aus? Da ist Flint. Ziehen Sie um? Nein.
Den Schrank auszumisten hilft mir manchmal, den Kopf klar zu kriegen. Ich habe auch ausgemistet. Und ein paar Erinnerungen über Bord geworfen. Das hört man gern. Ehrlich gesagt, ich bin Ihnen etwas aus dem Weg gegangen, solange Sie noch auf der Suche nach Angel waren. Und ich begebe mich jetzt sicher aufs Glatteis. Aber... Aber? Es sieht ganz so aus, als ob es zwischen uns gefunkt hätte. Wer weiß, vielleicht bin ich nicht die einzige Frau, bei der es gefunkt hat. Ob Sie es glauben oder nicht, Flint, ich bin nicht der Typ, der mit sämtlichen Frauen flirtet. Und ich, Sir, bin nicht der Typ, der mit sämtlichen Männern an Bord flirtet. Machen Sie auch mal eine Ausnahme? Kann sein. Ja. Da geht ja ganz gut was ab zwischen dem Colonel und der guten Flint. Naja. Okay, gehen wir nochmal kurz auf die Brücke. Gucken, was da so los ist. Da ist erstmal Captain Eisen. Mit dem wollten wir ja eh noch reden, weil wir gucken wollten, ob wir was für Vagabond tun können. Colonel, bedrückt Sie irgendetwas? Captain, der Bunker ist für einen Piloten wie Vagabond nicht der richtige Ort. Oh ja, das ist richtig. Aber der Bunker ist der richtige Ort für jemanden, der so disziplinlos ist wie er. Man muss knallhart sein. Man muss mit Gefühl drangehen. Okay. Also ihr müsst hier auf jeden Fall diese Knallhart-Option nehmen. Denn wenn ihr euch für diese Option entscheidet, wird Vagabond den ganzen Rest des Spiels im Gefängnis bleiben. Und ihr habt gesehen, wie unsere Pilotenliste ausgesehen hat bei der letzten Mission. Man muss knallhart sein. Sir, die Belastung ist für uns alle außergewöhnlich groß und Vagabond hat eine Chance verdient, finden Sie nicht auch? Und Sie übernehmen persönlich die Verantwortung für ihn? Ja, er wird mit mir fliegen. Das versteht sich von selbst. Gut, ich bin einverstanden. Danke, Sir. Okay, gehen wir nochmal in die Feuerleitzentrale. Werfen wir einen Blick hier hinein. Da ist nichts, okay. Dann können wir trotzdem zur Flugebene. Und es gibt eine Sache, die wollte ich nochmal eben nachgucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, das jetzt schon hier ist. Doch, es ist... Ja, perfekt. Ich wusste das. Also, ich hab's vermutet. Da ist Rachel jetzt plötzlich. Und mit der wollen wir doch auch nochmal ganz kurz quatschen, nachdem wir schon mit Flint geflirtet haben, nicht wahr? Mann, endlich darf ich zeigen, was ich kann. Ich war von Anfang an von Ihnen beeindruckt. Sie müssen mir nichts beweisen. Ich kann mehr, als Sie denken, Colonel. Sie würden sich wundern. Treffen wir uns mal privat, dann zeige ich Ihnen, was ich alles kann. Früher oder später müssen Sie sich von den Schatten der Vergangenheit trennen. Lassen Sie sich von jemandem trösten. Ich verstehe. Sie glauben, Sie wären dafür die Richtige. Es wäre einem Versuch wert, oder nicht? Oh Mann, ey. Gleich die beiden heißesten Weiber auf dem Schiff, die mit Colonel Blair ausgehen wollen. Boah, cool. Naja. Okay. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt eine erfolgreiche Mission gespielt haben und mit den beiden heißesten Weibern an Bord geflirtet haben, können wir diesen Part beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander 3.